Der Wutzbär Let's Plays da sind. Ja, heute, nachdem wir da wieder ein bisschen gestern Mikromanagement betrieben haben und alles mögliche noch, bisschen ausgebaut wird da, Essen gemacht. Hopp. Blitze. Ziehen wir heute wieder los in die weite Wüste mit der Pyramide im Rücken. Auf der Suche nach einer weiteren. Und soweit ich das auf der Map jetzt dann nachgeschaut habe bei mir, war noch nicht die letzte Oase. Aber doch die letzte Oase. Aber nicht die letzte Oase. Wie soll ich es sagen? Es gibt da mehr wie eine Oase noch. Es ist wirklich schwierig zu sagen. Also, in diesem Bereich, wo wir jetzt unterwegs sind, gibt es noch eine Oase, die Wasser führt. Kann man das so sagen? Ich glaube schon. Aha! Ist ein Eich? Ist aber nur eine umgestürzte Sternsäule. Okay. Ja, es gibt noch eine Oase, die Wasser führt. Und die suchen wir jetzt. Irgendwie. Irgendwo. Irgendwann. Werden wir sie auch hoffentlich finden. I hope so. Weil nämlich wieder ganz intelligent. Na gut, trinken haben wir ja mit. Wir trinken mit? Ich hab trinken mit. Wirklich trinken mit? Ich glaube, ich hab trinken mit. Passt. Ja. So, das ist dann ausgeschaut wie ein Baum. Moment einmal. Ist die... ich hab mich voll vergoogelt. Aber Vollgas. Ich bin vollkommen falsch. Dann kann ich einmal kurz trinken. Kurzen Abstieg. Ja, es gibt hier noch in diesen Gebieten, wo wir jetzt unterwegs sind, noch... Bleibst du da? Eine Oase? Der macht mich fertig. Hallo? Und diese, die was Wasser hat. Also Wasser, Bäume, alles Mögliche. Und wer sich erinnern kann, ist noch nicht einmal so lang her, nach unserer großen Wüstentour 2022 in die weiten Welten, also hinter die Berge bei den sieben Zwergen, habe ich ja auf eine Oase hingewiesen, die keine Oase mehr ist. Das ist dann sowas wie, es war mal eine Oase, also wenn man sich die Sterntafeln so anschaut, würde ich mal sagen, da war sogar eine riesige Oase, wo die ganzen Flüsse von oben, also da dürfte ja mal ein bisschen mehr gewesen sein, wie nur Wüste. Dürfte schon ein fruchtbareres Land gewesen sein. So, da waren wir schon. Hier haben wir auch ein Artefakt gefunden. Apropos Artefakte. Die Artefakte, wenn ich dann... Es gibt 5 Artefakte. Da, so wie ich das gesehen habe, gibt es noch immer 5 Artefakte zu sammeln. 3 davon haben wir. Wenn ich dann alle 5 habe, dann schauen wir sie alle 5 auf einmal an. Denn da wird unheimlich viel Story und es wäre schade, wenn ich das so einfach anspülen würde. Also ich warte da ab, bis wir die 5 Artefakte haben. Wird noch ein bisschen dauern.
Wie lang kann ich natürlich nicht sagen, das hängt ja ganz vom Jahr, wie schnell, dass ich die Story. Ich könnte die Story wirklich erst voran pushen und sagen, so, in. Weiß ich nicht, wie viele Tage haben wir jetzt dann? Ich hab jetzt dann voll nicht aufpasst. Auf jeden Fall. Vorbereitung hin und her, ein bisschen kreuz und quer. Also ich sag, in spätestens 6 Tagen wären wir storymäßig schon um einiges weiter. Nur würden wir den kompletten Survival-Aspekt verlieren. Und das würde nicht, weil ich dann nicht weiß, wie weit von der Early, was sich dann nachher noch tut. I think I'm finding die Oase nicht. Und außerdem will ich das, das habe ich eh schon erwähnt, ich will hier bauen, ich will hier schauen. Ich will schauen, wie weit das die Würmer getrieben werden. So, auf diesen Hügel gehen wir rauf. Ja. Ich will das alles austesten. Ich will mir das einmal einen schönen Garten bauen, dass ich Ressourcen bekomme, damit ich die Sachen finde. Da ist schon ein Berg. Das ist nicht gut. Das kenne ich zum Beispiel noch nicht. Jedenfalls glaube ich das. Nicht so, das ist jetzt dann wieder. Ist das nicht die Ruine, wo ich schon war? Bin ich jetzt voll im Gras geritten? Das ist die Ruine. Die da. Oder? Hui. Marker ist da. Das heißt, da müsste eigentlich ein Marker sein. Ich habe ihn nicht. Ja, genau. Nö. Ich habe mich schon wieder vergoogelt. Okay. Achso, na, da habe ich keinen Marker. Da wäre ich hier, müsste ich ungefähr, ja, so rauf. Gut, probieren wir es. Genau. Also, ich muss ehrlich sagen, da war ich in der Staffel 1, war ich nur einmal dort. Weiß auch nicht, wie ich dort die gefunden habe. Die war da in der Gegend irgendwo, aber wo? Also die kenne ich nicht so gut. Ja, während ich hier weitersuche. Es gibt eben, wie gesagt, eine Oase, die mal eine Oase war. Jetzt ist sie, die habe ich gezeigt, wie wir da gekommen sind. Die ist auch kaum zu übersehen. Wenn man Richtung Norden reitet, ist die wirklich kaum zu übersehen. Die kann man gar nicht verfehlen, selbst wenn man es wollte. Und ja. Könnte man als Oase bezeichnen. Sie hat aber keinerlei Wasser. Also wäre mal interessant, ob man dort einen Brunnen schlagen könnte. Aber was halt dort ist, obwohl sie kein Wasser hat, hat sie viele andere Rohstoffe. Yay, sie gefunden. Geht doch. Das ist die Oase eindeutig, aber. Ah, doch, doch. Ich weiß, der hat von Weiden jetzt dann
Ein Dromedar, zwei Dromedar, drei Dromedar. Das von Weiden so karg ausgeschaut, dass ich mir wirklich Sorgen gemacht habe. Und warum sind hier Fliegen? An die kann ich mich wieder nicht erinnern. Da, das ist ein Skorpion. Das ist ein sehr... Da geht's auch. Geht's weg. Die verfolgen mich. Hallo? Ich möchte hier einen Marker bitte bauen, danke sehr. Oh shit, es ist heiß. Das kann uns aber sehr, sehr gefährlich jetzt werden. Wir sind nicht alleine. In dieser Oase lauert das Böse. Und es hört auf den Namen Crocodile. Andy. So, machen wir hier gleich einen Speicherpunkt auch her. Und probieren wir mal die ein bisschen am Socken. Geht weg. Da. Ich habe gesagt, ungefähr da. War gar nicht so schlecht. Wollte mich verarschen. So, wir müssen uns einmal die Oase sicherer machen. Ich weiß, ich könnte mir jetzt eine Fackel bauen und dafür sorgen, dass diese Viecher uns in Ruhe lassen. Aber ich habe noch nie probiert und... Da ist er ja! Hey, Crocodile! Hey, Freundchen! Bleib geschmeidig! Hey, du. Hey, ui, 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 hey. Uah. Boah, die Sperre haben genügt, Gott sei Dank. Aber da. Hast du nicht noch einen Speer? Da bekommen wir Krokodilfleisch, Leder und Tierfett. Also diese Krokodile sind nicht einmal so schlecht. Der hat wirklich einen Speer von mir gefressen. Ist das Wahnsinns? War das jetzt nur eins oder zwei? Bisschen Angst, wenn man da... durchschwimmen. Die sind nämlich, wie wir gesehen haben, gar nicht einmal so langsam. Sollte dort vielleicht einmal auch auftauchen und einmal was essen, sonst regeneriert sich meine Gesundheit nicht. Was essen wir mit Bananen? Sehr schön. Wieder ein Bananensamen. Locker vom Hocker. Jut. Dann würde ich sagen, schauen wir gleich mal nach Lehm. Weiß ich nicht, ob es da an Lehm gibt. Lehm und Eisen, das sind die wichtigsten Sachen, die man hier brauchen kann. Stein, ich muss ehrlich sagen, er wirft mich nicht um. Ja. Der Stein ist... Ich wüsste das da nicht, für was man so viel Stein braucht. Eisen. Eisen ist schon sehr gut. Eisen ist ja wirklich gut. Also ich habe keine Ahnung, für was man den ganzen Stein immer kennt hat. Wir können uns ja Steinwerkzeuge herstellen. Wobei ich ja trotzdem sage, die Metallwerkzeuge halten ja trotzdem um einiges länger. Und brauchen dann doch nicht so viel Metall. Ja. Fürs Lagerfeuer, wenn man ein bisschen Lehm hat, kann man sich schon was Gescheites hinbauen. Ja,
Nein! Lutsch. Hier ist ja sonst nichts, keine Geheimpassage, gar nichts. Also nicht so wie in der einen, den wir gefunden haben. Hm? Nö. Also, da habe ich Gott sei Dank gewusst, dass es eine gibt. Beim ersten Mal in der Staffel 1 war das ein ziemlicher Zufall, dass ich die gefunden habe. So. Warte mal. Lehm! Ja, aber Lehm! Geht doch! Es ist nicht viel, aber es ist was. Den bauen wir natürlich auch, auch wenn wir nicht so viel mehr brauchen, also Hanf und das Ganze. Aber ich bin einfach dafür, dass wir, wenn wir schon unterwegs sind mit den Oasen, dass wir die auch plündern. So, das ist nur Stein. Aber sonst nichts mehr. Gar nichts. Da hat man wieder viel von diesen Kamperpflanzen. Die grünen Blüten sind auch noch komplett wichtig. Der Jucca. Juckt einmal. Stein, Stein. Yuga, Yuga. Also, ja genau, verschwindet. Nö, braucht man nicht, das ist auch nur Yuga. Stein. Ups. Ja, habe ich einen Stein halt aufgenommen. Dann haben wir die. Oh, ich sollte da nochmal was anlegen. Ich kann dann schon bald nichts mehr mitnehmen. Jo, Flitzi, komm her da. Sonst habe ich ja kein Platz. Und Flitzi ist voll. Super. Ich habe kaum was eingesammelt, aber Flitzi ist schon da voll. Ich bräuchte eigentlich 5 Dromedare mit Dromedartaschen. Aber das würde ich ja auch gerne mal versuchen, ob das irgendwie geht. Das wäre auch so etwas, habe ich noch nie gemacht, würde ich irrsinnig gerne mal versuchen. So. Ist ein bisschen blöd gerade. Irgendwie kann ich mir einmal eine Flasche rausnehmen. Das kann man stacken. Die Rüstung. Dann kann ich das rausnehmen. Und könnte ihm noch den Bananensamen. Oh, da habe ich den nicht, auch nicht mitnehmen brauchen. Flitze, mein Freund. Wie schaut es überhaupt aus mit Hunger? Ja. Dies hätte jetzt dann versammt. Dies hätte noch böse enden können. Na gut. Ich würde mal sagen, wir zerlegen die Oase. Was wir halt können. Ich kann nicht sagen, wie viel wir jetzt mitnehmen können. Es wird sich in Grenzen halten. Aber was wir mitnehmen, nehmen wir mit. Wir versuchen so viel wie möglich mitzunehmen. Einen Platz werden wir dann noch frei bekommen, weil die Axt wird sicherlich irgendwann einmal das Zeitliche segnen. Wedel habe ich schon einige zu Hause, um was daraus zu machen. Also nehme ich da jetzt dann die Stiele mit. Also für das ist ja glaub tabu, da wachsen ja nur ein paar Bäumchen. Krokoeier, shit, die gibt's ja da auch. Komplett vergessen. Oh, meine lieben Krokoeier. Habe ich die eigentlich von der anderen Oase mitgenommen?
Es gibt in einer weiteren Oase noch sehr gute Krokoeier. Gibt es aber außer Dattelpalmen auch nichts, oder? Dattelpalmen, Kokospalmen, glaube ich, habe ich noch gesehen, aber ich habe keine Mangos gesehen und keine. Bananen. Keine Ananas. Ich hätte die Jucker nicht zu legen brauchen. Hm? Komisch, komisch. Ja, ist egal. Wir nehmen mit, was wir mitnehmen können. Und beim nächsten Mal, das war, weil er auch unbedingt erkunden wollte, beim nächsten Mal wissen wir, wir sollten nicht so viel mitnehmen. Na gut, das brauche ich ja keine mehr markieren. Außer eine, den einen machen, das schaffen wir. Dass wir können Stiele und Stöcke und sowas dann zu Hause lassen. Also ich glaube, bei den nächsten Rohstoffsammlungen werden wir das schon. Der Stand ist zerbrochen. Es ist natürlich nice. Denn jetzt habe ich wieder einen Inventarplatz frei. Also der war sicher nicht schlecht, dass ich mitgenommen habe. Die ganz nächste. Eigentlich wollte ich mir dann irgendwann einmal eine Eisenaxt craften, aber bis jetzt war noch nicht wirklich Bedarf danach, weil ich immer irgendwo Axt gefunden habe. Ich glaube, bis jetzt haben wir sie als einziger eine Axt selber gebaut. Eine Axt, wie sagt man dazu, Spitzhacke und einen Hammer. Mehr habe ich bis jetzt, glaube ich, noch nicht selber craftet. Die Speere. Aber vom Werkzeug her haben wir immer Äxte gefunden. Was ich begrüße. Vor allem, wenn wir so wie jetzt dann so Oasen zerlegen. Hallo. Wir dünnen aus. Also wir kommen wieder vollgepackt mit tollen Sachen, die das Leben schöner machen. Zurück in die Heimat. Ja, nimmst den, völligst. Waren da keine Kokosnüsse drauf? Oh doch, da hinten. Wie spät? Ah ja, noch nicht spät genug. Muss man immer schauen, wie spät. Solange wir noch ein bisschen Sonnenlicht haben, möchte ich eigentlich noch nie schlafen gehen. Mag nicht schlafen gehen. Ich mag nicht. Boah, jetzt war da mal für die Arbeit was. Hätte ich kein Problem damit, Mittagsschläfchen. Ich als Kind das Mittagsschläfchen gehasst habe und jetzt könnte ich sterben dafür. Ja. Aber ich glaube, da wäre mein Chef nicht so wirklich einverstanden, wenn ich da die Hängematte aus der Zahl Chef mache. Ist ein Mittagsschläfchen, bitte wecken Sie mich erst in einer Stunde. Kann ich vielleicht noch einen Lutschi haben? Dass ich besser einschlafen kann. Wird nicht funktionieren. Wobei, ich muss schon sagen, ich weiß, ich erzähle hier Geschichten, aber beim Holzfällen passiert nicht viel Aufregendes. Es ist, wenn ich mich sehr lange konzentrieren muss, so bei meinen anderen Tätigkeiten, ich habe nicht nur Let's Play, Arbeiten und so basteln und das Ganze. Und ich merke wirklich manchmal, da man wird unkonzentriert, vor allem wenn man sehr genaue Arbeiten macht, Elektronik löten und sonstiges.
oder da so irgendwie bei den Pläne, Elektronikpläne zeigen und so etwas, da wird man dann irgendwann total unkonzentriert. Und ich habe das selber nicht glauben können, aber wenn ich mich dann nur eine halbe Stunde, also ich gehe mich wirklich hin und stelle mir einen Wecker für ungefähr eine Dreiviertelstunde, weil man schläft ja nicht sofort. Also ist leider nicht mit hinlegen, weg. Ich meine, manche kennen es. Respekt. Kann ich leider nicht. Ich brauche schon ein paar Minuten zum Einschlafen. Aber stellen wir den Wecker eine Dreiviertelstunde. Und denk mal, normalerweise, wenn ich da früh aufstehe, bin ich da volle Morgenmuffel. Da stehe ich in der Früh auf und erst einmal Zombie, erst einmal Kaffee, bitte nicht ansprechen, Licht ist böse, dreht das Licht ab, am Wochenende dreht die Sonne ab. Und das, wenn man denkt, das kann nie funktionieren. Doch, nach diesem kleinen halben Stündchen, ihre Mutter braucht natürlich auch, wo bin ich hier, warum liege ich auf der Couch, warum habe ich noch meine Hose an? Aber ich fange mich dann relativ schnell und bin dann wieder, hallo? Und bin dann wieder voll konzentriert. Man glaubt es nicht, aber es funktioniert. Gut. Ich würde mal sagen, für heute legen wir uns aufs Öli. Morgen snackt man noch den Rest von der Oase weg, was wir noch wegsnacken können. Und dann schauen wir weiter. Dann geht's wieder zurück. Dann werden wir mal zu Hause alles einschlichten, alles herrichten, alles machen, vorbereiten, bauen. Es kann mir einiges an Holz, das sollte ich mir dann eigentlich Beete bauen können, Kisten bauen. Was weiß ich, wir haben ja noch so viel zu bauen. Ein Gehege brauchen wir auch noch für die Dromedare. Unheimlich viel zu tun. Na gut, meine lieben Freunde, aber für heute war es einmal, wir haben uns wieder körperlich angestrengt. Das wird, wenn die Mucke ist, wir kommen nicht nur zurück, sonnengebräunt. Oh, verdammt, ich habe alles mit Tüchern zudeckt. Auf jeden Fall kommen wir mit ordentlich Kraft zurück. Mit mir nicht. Und Trophäen von Würmern an unseren Leib. Na dann, meine lieben Freunde. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen und hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss mit Ö, ciao mit A, servus mit Vogel V.